Eine Patientin hat mich kürzlich gerade gesagt, als wir darüber gesprochen haben, ja, das ist wie in der Entwicklung in der Medizin. Früher hat auch der Doktor einfach gesagt, ich weiß, was gut ist für Sie, das, machen Sie das. Heute ist der Prozess partizipativer und partnerschaftlicher in der Medizin zwischen den Fachleuten, den Verständigen und denjenigen, die es betrifft. Und da hat mich erinnert, ja, das ist quasi metaphorisch jetzt dieses Kunstprojekt auch ein bisschen eine Demokratisierung, nicht nur in der Medizin, sondern auch ein bisschen da in der Kunst. Es ist nicht mehr einfach, der Künstler sagt, das ist Kunst, schaut euch das an, seid zufrieden, findet es gut, bitte, sondern wir konnten uns beteiligen. Finde ich schon ganz stark. Wie bereits im ersten Teil dieser kleinen Filmreihe möchte ich zusammen mit Ihnen einen Blick auf Kunst im Spital werfen. Es geht um Einblicke, um Hintergründe, aber vor allem auch um Stimmen aus dem Luzerner Kantonsspital. Ich glaube, das war für das Team, für die Mitarbeitenden sehr wichtig. Das ist dann wirklich ein Moment der aktiven Mitarbeit an einem großen Projekt. Das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung für die Mitarbeitenden. Das war mir sehr wichtig auch, dass man über diesen Kanal auch Wertschätzung für ihre tägliche Arbeit portieren kann. Und andererseits sehe ich das durchaus auch so, dass weil wir im sehr engen Austausch und regelmäßigen Austausch mit unseren Patientinnen und Patienten stehen, kennen wir die Sensibilitäten in etwa und können so ein bisschen erahnen, was passt und was nicht oder was geht von Sujets hier gar nicht. Die Mitarbeitenden sind beteiligt. Natürlich ist es äußerst wichtig, dass die künstlerische Qualität von Kunst im Spital stimmt. Einerseits setzen wir hiermit einen Auftrag der Geschäftsleitung nach einem professionellen Auftritt, der die medizinische und pflegerische Qualität widerspiegelt, um. Und selbstredend ist dies auch ein Anspruch, den wir selber an unsere eigene Arbeit haben. Und zum Dritten ist dies auch entscheidend für die Künstlerinnen und Künstler, die sich an Kunst im Spital beteiligen. Es ist aber genauso entscheidend, dass ein konstruktiver Dialog zwischen den ausgestellten Werken und den Betrachterinnen stattfindet. Hier hilft natürlich die Vermittlung. Eine viel tiefgreifendere Wirkung hat es aber, wenn wir die Mitarbeitenden bereits am Prozess beteiligen oder wenn sie gar selber schöpferisch tätig werden können. Es führt zu einer ganz anderen Betrachtungsweise, nämlich zu einer erlebenden und so zu einem tieferen Verständnis. Durch all dies, die Vermittlung, der Miteinbezug der Mitarbeitenden, die wechselnden Ausstellungen, die Begegnungen mit dem Kunst im Spital-Team, ist Kunst im Spital sehr lebendig und geht weit über die Werke an den Wänden hinaus. Umgesetzt haben wir diesen Punkt in den letzten Jahren in verschiedenster Form. Zum einen veranstalten wir Malworkshops mit Mitarbeitenden. Wichtig ist hier die professionelle Anleitung und die abschließende Bildgestaltung und Auswahl ebenfalls durch professionelle Hand. Für das Zentrum für Notfall- und Intensivmedizin, das Brustzentrum und eine Erweiterung des Spitals in Sursee haben über ein Dutzend Künstlerinnen und Künstler großformatige Bilder hergestellt. Die jeweiligen Mitarbeitenden konnten mit Passepartout ihre Lieblingsausschnitte wählen und so sind 635 Bilder entstanden. Für das Tumorzentrum haben wir rund 1000 Bilder in einem Online-Voting zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeitenden konnten Herzen vergeben und wir haben das Gebäude und die 6 Stockwerke mit den rund 500 Bildern bespielt, die am meisten gewählt worden sind. Ich stelle mir vor, es ist wichtig, weil es macht die Atmosphäre besser, als wenn die Wände so reinweiß sind und keine Struktur.
haben. Dass, ja, es ist, glaube ich, angenehmer, das Spital zu betreten, zu sehen, mit Bildern als ohne. Und ich schätze das, dass Sie mit Ihrem Team arbeiten können. Und ich nehme an, es wird weiterhin so bleiben, würde ich mir wünschen. Alles Gezeigte sowie die Umgebung muss ständig gepflegt sein. Auch die Kunst braucht Pflege. Aus unserem Team ist jemand wöchentlich unterwegs, pflegt und kontrolliert unsere Ausstellungen. Es bewegen sich sehr viele Menschen rund um diese Ausstellungen. Das Luzerner Kantonsspital hat deutlich über 500.000 ambulante Patienten jedes Jahr. Dazu kommen Besuchende und natürlich die Mitarbeitenden. Nur so kann gewährleistet werden, dass die ausgestellten Arbeiten so präsentiert sind, wie sie gedacht sind. Nur so haben wir auch den Finger am Puls des Alltags und kriegen Veränderungen, aber auch Stimmen mit. Außerdem verändert sich die Nutzung der Räumlichkeiten oft sehr rasch. Es gilt, ständig zu reagieren. Man kann ja viele Bilder an die Wände hängen. Aber was schon den großen Unterschied macht, ist die Professionalität, wie diese Bilder präsentiert werden, wie die Farben komponiert sind, wie die Bilder aufgezogen sind. Das ist nicht ein Rahmen, der irgendwie schräg hängt oder lödelet. Und ich glaube, dieses Ganze, die Idee, was ja eigentlich die Kunst ist und dann aber das noch, dann noch die Professionalität, das so zu präsentieren, das macht, glaube ich, schon diesen wirklich großen Unterschied, wo man als Mitarbeitender eben wirklich in eine neue Dimension kommt, in seinem Arbeitsplatz. Man wird wie begleitet. Ich möchte ein ganz herzliches Dankeschön an die Firma KKLW aussprechen, wie ihr das mit einer großen Seriosität macht. Ihr bekümmert euch um alles, die Kunst, man kann euch anrufen. Ihr pflegt diese eigenständig, das ist sehr wichtig. Und ja, die Vermittlung von der Kunst, die merkt man, die geht weiter mit Karten, die ihr auflegt. Man kann sich weiter daran informieren und ihr betreut das und auch die Ideen, die ihr dann wieder für neue Sachen bringt, das ist für mich immer wieder eine neue schöne Erfahrung, mit euch zusammenzuarbeiten und hoffe, das Projekt geht noch lange so in dieser Form weiter. Die Kunst muss mit der Spitaldynamik mithalten. Eine Ausstellung hat eine maximale Lebensdauer von 4 Jahren, lieber nur 2. In dieser Zeit ändert sich im Spitalbetrieb sehr vieles. Abläufe, Raumbenutzung, Mitarbeitende, Bedürfnisse, Aufmerksamkeit und so weiter. Ein Krankenhaus ist ein sehr dynamischer Ort. Gerade haben wir eine Ausstellung für einen Umbau abgehängt, die wir vor 1,5 Jahren nach einem Umbau realisiert haben. Ich glaube, dass die Architektur ist wichtig für die Zusammenarbeit der Leute im Gebäude. Also wir haben das auch gemerkt. Wir haben auch gemerkt, dass wir mit der Gestaltung, mit dem Architekturbüro sehr viel Einfluss haben können auf Zusammenarbeiten von Profis und wie man miteinander umgeht. Oder und das ist die Architektur. Und die Gestaltung mit Farben und mit der Kunst, ich glaube, das bringt dann einfach diesen, ja, noch einen Wohlfühleffekt. Das ist jetzt vielleicht nicht direkt die Zusammenarbeit und so den Prozess oder das Funktionelle, sondern einfach, wie man sich dabei fühlt. Das ist auch wichtig für die Mitarbeiter. Man spricht meistens von den Patienten, wie es ihnen gefällt, aber es ist mir so wichtig, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen am Arbeitsplatz, oder? Damit die gerne zur Arbeit kommen. Was Professor Dr. Gautschi mit der Unterscheidung zwischen Architektur und Kunst anspricht, ist auch diesbezüglich interessant. Die Architektur bleibt über Jahrzehnte bestehen. Die Erfahrung mit älteren Gebäuden zeigt, wie schwierig es ist, 20, 30, 40 Jahre in die Zukunft zu blicken und zukünftigen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Aber diese Limitationen bestehen für die Architektur, so wie sie oft umgesetzt wird. Es gibt keinen Grund, sich mit der Kunst dieselben Limitationen aufzuerlegen. Fixe Kunst am Bauarbeiten, die wir zu Beginn von Kunst im Spital angetroffen haben, waren nach einigen Jahren, beispielsweise rein räumlich, falsch. Außerdem ist ihre Wirkung völlig verpufft. Das Wissen darüber, von wem sie stammen, wie sie entstanden sind und was dahinter steckt, ist nicht mehr vorhanden. Allzu oft werden sie nicht einmal mehr gesehen. Es gibt ein sehr schönes Beispiel einer konkreten Kunstanbauarbeit, bei der ich immer wieder den Test mache. Ich schaue immer wieder, ob überhaupt noch jemand der Mitarbeitenden weiß, dass dieses betreffende bauliche Element eigentlich ein Kunstwerk ist. Bis jetzt habe ich in dieser Klinik noch niemanden getroffen, der dies noch weiß. Und es gibt weitere Beispiele für Kunst am Bauarbeiten, die nach einer gewissen Weile ihre Intention völlig verfehlen. Deshalb, mit Kunst im Spital sind wir lebendig und wir gehen mit den Dynamiken des Spitalbetriebes mit. Unsere Ausstellungen werden regelmäßig erneuert. Ständig unterhalten wir sie. Das bedeutet auch, dass wir Werke regelmäßig umplatzieren und Ausstellungen anpassen. Ein großer Teil unserer Ressourcen fließt in den Unterhalt und in den Betrieb. Das ist äußerst wichtig und entscheidend. Die Lebendigkeit ist ein unglaublich wichtiger Teil von Kunst im Spital. Und einfach auch immer wieder Rückmeldungen machen können, diese Ideen vom Team auch aufzunehmen oder Vorstellungen, manchmal auch nur vage Vorstellungen, aber das dann so an dich anzutragen und zu fragen, meinst du, wäre da was möglich? Ja, das habe ich sehr geschätzt, so dieses unkomplizierte Zusammenwirken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bald schon folgt der nächste Filmteil, bei dem wir uns weiteren Grundsätzen von Kunst im Spital, Hintergründen und Stimmen aus dem Luzerner Kantonsspital widmen. Alle Infos und Links zu Kunst im Spital und zu unseren Künstlerinnen und Künstlern findet man unten im Beschrieb. Bis bald!